Wie viele von euch wissen, ist der IS-3 einer meiner liebsten Panzer gewesen, beziehungsweise es war mein erster Achter und von dem her ist es natürlich meine große erste Liebe gewesen und die große erste Liebe, die bleibt einem ja ewig und fürs Leben. Dementsprechend zeige ich euch heute ein Replay mit dem IS-3, gespielt von Ralle auf El Haluf und wir gucken uns die Teams so ein bisschen an. Wir sehen ein Achtergefecht mit 7er und 6er Panzern. Schöner, muss man ehrlicherweise sagen, kann es für einen IS-3 gar nicht laufen. Und ich mag ihn immer noch. Der IS-3 ist immer noch ein schniekes Ding. Und wenig anders zu erwarten, er fährt jetzt hier erstmal Richtung wahrscheinlich A2, A3 darüber. Das ist so mit dem Heavy Tank so der meistbefahrene Spot hier auf der Karte. Da sieht man auch schon, da unten gehen auch schon die ersten auf. Der MT-25 wurde schon durch einen Rammschaden vom Cromwell zerstört. Ja, der Cromwell ist als, eigentlich nicht so als Rammmonster bekannt, aber ab und an klappt es dann doch. Und da unten ist aber jetzt ja an der Stelle, wo er, glaube ich, auch gleich das Zeitliche segnen wird. 8 HP hat er noch. Und noch passiert nichts. Mal schauen, ob er gleich noch stirbt. Aber der IS-3... Und um den geht's. Schön mit dem Röhrchen nach oben. Ja, salutiert hier brav für uns. Ist halt ein stolzer Panzer. Und hier vorne, da könnte gleich was aufgehen. Der Gegner, nee, da war noch nichts. Da fährt er jetzt durch. Mit Auto-Aim auf den 50-100. Der 50-100 prallt ab und er selber gibt ihm halt einfach mal die Schelle. Das ist halt einfach ein IS-3. So, da haben wir jetzt noch einen Super Pershing. Ja, er fährt hier aber so seitlich raus. Das ist natürlich schon nicht ohne. Aber er trifft hier den Super Pershing und macht hier auch da den Hit. So, Abpraller vom Super Pershing. Und der IS will da auch noch ein bisschen mitspielen. Kriegt aber auch gleich noch eine. Zack. Hier für dich. Einfach noch eine mit. So, der Super Pershing trifft, der IS prallt immer noch ab. Das ist halt der IS-3. Er macht es hier jetzt ganz schön, spielt es richtig gut runter. Alle prallen hier ab. Er selber kommt auch nicht immer durch, aber unterm Strich die meisten Zeit schon. So, jetzt hat ihn der Super Pershing gekettet. Aber er konnte dem IS mal eine geben. Kette wieder funktionstüchtig. Schönes Stellungsspiel. Muss hier nur ein bisschen aufpassen. Der Gegner hat eine Art hier nicht, dass die sich irgendwann für ihn entscheidet. Und nochmal einer auf den IS. Er hat sogar gebrannt. Allerdings automatischer Feuerlöscher. Sei Dank konnte er ja noch löschen, bevor er zerstört wäre. Ah, das ist natürlich auch nicht so leicht. Aber oben auf den Helm, beziehungsweise oben auf den Turm, da könnte er schon mal draufschießen. Aber er aimt dafür nicht gut genug. Er aimt immer so irgendwo auf den Deckel. Jetzt könnte er aber mal hier weiterfahren, genau, weil sein Team vorne da schon jetzt den Vorhut macht. Also direkt hinterher. Der T-34 muss jetzt hier kräftig einstecken. Da oben auf... Nee, der Ralle, der zielt da ein bisschen falsch, muss man sagen. Also oben da, das war so ein bisschen auch schon wie ein Flammenwerfer. Da beim Super Pershing kann man immer sehr gut drauf schießen. Unten auf der frontalen Unterwanne ist auch nicht mehr so hart, wie er früher mal war. Der wurde ja da ein bisschen genervt. Aber er schießt ihm immer so ein bisschen schlecht. Aber da hat er jetzt aufs MG geschossen. Auch da ist er, kann man gut durchkommen. Das hat er jetzt gerade wieder gut geschossen. Warum nicht gleich so? Oben wär's. Ja, genau da. Ja, perfekt. Sehr schön. Jetzt endlich schießt er dahin und schon macht er auch den Kill. 2600 Schaden. 7 zu 6 steht's. Also bisher läuft's gut. 7 zu 7. Ich habe nichts gesagt. Fahrt jetzt frontal auf. Oh ja. T34.
Hat er doch noch zurückgesteckt. Ich dachte schon, der fährt jetzt hier crazy auf ihn drauf. Aber hat er dann doch nicht gemacht. Ja, da macht der T34 ist vorne wirklich da dankbar. Da kann man ihm gut Schaden geben. Und jetzt vielleicht genau sehr schön zerstört er ihn. Sie kann jeden Moment reißen. Nun also den Tiger da hinten. Beweist ein schönes Stellungsspiel. Muss aber aufpassen, weil er steht doch sehr schräg. Also da könnte der Tiger ihn eigentlich ganz gut durchschlagen. Aber da kettet er ihn gleich sogar nochmal. So, und nochmal drauf. Einen Hit noch und dann könnte er schon Geschichte sein, aber jetzt hat er sich da hinten ein bisschen versteckt. Auch wie gesagt, er muss hier immer auf die Art hier auch aufpassen. Da ist jetzt ein M6 da unten. Den kann er natürlich gleich schön beschießen. Da jetzt kommt er gut drauf. Genau. 434 Schaden. Und noch ein Hit und er würde ihn wahrscheinlich auch zerstören. Komm schon, komm schon, komm schon. Und, ah, schade. Da war es leider ein Low Roll. Dementsprechend hat er zwar den Schaden gemacht, aber die Zerstörung hat der KV4 besorgt. 5692 Schaden aktuell und dafür nur 2 Kills. Ein bisschen unter Wert, was das Thema Kills angeht. Ansonsten sehr gut. Auf seinem Seite des Teams, der Jagdtiger, hat hinten mit dem Typ 59 zu tun. Crusader Arty ist auch noch am Start. Und er bahnt sich jetzt hier mal den Weg Richtung Tiger. Aber da geht nichts auf. Wo ist er, ist die Frage. Weit und breit der Tiger nicht zu sehen. Der T71 könnte sich eigentlich auch mal für die Arty begeistern, dass er die Arty holt. Unten wird es auch schon gecappt, aber da wird drauf geachtet, dass er hier den Cap-Punkt nicht holt, der KV. Wird auch just in dem Augenblick vom Cheeto zerstört. Also die Runde ist noch lange nicht vorbei. Entschuldigung, ich bin ans Mikro gekommen. 11 zu 13 steht's. Na, wo ist denn der Rest? Na, irgendwie. Da ist jetzt mal die Arty. Kommt aber nicht drauf. So, T71 macht jetzt mal die Arty zumindest weg. Nun die anderen drei noch. Jetzt fangen die ihrerseits das Cappen an. Nicht doof, um die hier ein bisschen aus der Deckung zu lotsen. Oh, da ist der Cheeto. Cheeto One-Shot. Sehr schön. Damit ist auch der Cap mal wieder unterbrochen. Nur noch der Type und der Tiger. Da ist der Tiger. Wir haben das Ziel verloren. Warum kann der nicht mit einem Hit weg sein? Hat jetzt lediglich nur noch 3 normale Schüsse dabei, also 3 Premium-Schüsse in dem Fall. Sonst noch 3 HE-Granaten. Und der T71 geht auf Jagd für den Type. Nur der ist auch schon lange gefühlt nicht mehr gesehen gewesen.
Wo ist der denn nun? Da ist der Type. Es ist alles bei ihm. Type ist ein One-Shot und er selber dürfte noch einen Type-Schuss aushalten. Das ist ein bisschen knapp. Der Tiger ist wiederum am Cappen. So, da nimmt er den Type raus. Sehr schöner und wichtiger Kill. Und jetzt lediglich noch der Tiger. Und wo der ist, ist ja mittlerweile bekannt. Der steht unten im Cap. Das war nicht gut vom Tiger, da Captain zu fahren. Da hätte er mit dem Type zusammenbleiben müssen. Ganz klar, aber das Glück für ihn und für sein Team hier. Jetzt haben sie auch alle Zeit der Welt. Ist die Frage, jetzt hat er 4 Kills. Kriegt er den 5. auch noch? Oder nicht, weil dem Schaden wäre jeder Kill mittlerweile angemessen, den er bekommen kann. Und da ist er. Und da ist er. Und er nimmt den raus. Sehr schön. Ja, ich weiß, warum ich den IS-3 nach wie vor so einen guten Panzer finde. Und ich hoffe, euch konnte ich auch mal wieder davon überzeugen, dass er ein sehr, sehr schöner und spielbarer Tier 8 Heavy Tank ist. An dieser Stelle, ich bedanke mich mal wieder recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.